Good morning, Germany! Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar über einen Schulaufenthalt in Neuseeland, hier im schönen Nelson und bei uns im neuseeländischen Morgen. Es ist 8.30 Uhr früh, ich weiß, bei euch ist es 20.30 Uhr, sicherlich kalt und dunkel. Deshalb senden wir euch jetzt gleich als allererstes mal wärmende Sonnenstrahlen und wir freuen uns, euch ganz viel über Neuseeland und die Möglichkeiten hier bei uns zu erzählen. Für diejenigen von euch, die mich nicht kennen, und ich bleibe einfach mal bei der Du-Form, wie das hier in Neuseeland so der üblich ist. Mein Name ist Birgit Neumann, ich bin die Programmdirektorin von Study Nelson und ich leite euch heute durch das Webinar. Mit mir heute zu Gast ist Kerry Finnegan from Onslow College. Good morning, Kerry. Kia ora, everybody. I'm really looking forward to telling you a bit about my school and answering any questions you might have. Cool, that's really great. Und ich habe heute auch Eva Weber, meine Kollegin, hier dabei, die gesamte technische Seite dieses Webinars betreuen wird. Ja, genau. Auch von meiner Seite aus noch guten Abend bzw. guten Morgen hier aus Neuseeland. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Und mein Name ist Eva und ich bin hier bei Study Nelson für alle Anfragen zu unseren Highschool-Programmen zuständig. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit an mich wenden. Heute bin ich so ein bisschen für das Technische verantwortlich und beantworte eure Fragen im Chat, die dann auch am Ende des Webinars gesammelt von uns beantwortet werden. Und solltet ihr technische Schwierigkeiten haben und vielleicht euer Bild mal nicht so flüssig laufen, so findet ihr oben mittig einen Button, der nennt sich Wiederverbinden. Da einfach mal draufklicken und dann werdet ihr ein neues Fenster geladen. Ja, aber zunächst wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Präsentation mit Birgit und wir sehen uns am Ende des Webinars wieder. Super, bis dann. Kerry, just press your two blue buttons. Thank you. Yeah. Okay. Study Nelson, High School in Neuseeland, ein Schulaufenthalt in Neuseeland. Erst einmal, warum Neuseeland? Natürlich verbessert man die Englischkenntnisse am besten dort, wo es im Alltäglichen gesprochen wird. Der Schulaufenthalt am anderen Ende der Welt bereitet einen Nährboden dafür, dass man an sich selber wächst, dass man selbstständig wird. Ihr könnt den Horizont erweitern und weltoffener werden. Das ist sowohl für die Schüler, die hier sind, aber auch für die Eltern und Geschwister zu Hause, die so ein bisschen daran auch teilnehmen können. Man bekommt internationale Perspektiven und das ist besonders toll in Neuseeland, weil wir hier eine europäisch geprägte Kultur haben, aber eben auch eine ganz spannende Maori-Kultur, die in unser alltägliches Leben einfließt und gleichwertig neben der europäischen Kultur besteht. Und natürlich in einem der sichersten und schönsten Länder der Welt zur Schule zu gehen und das speziell unter Corona. Aber dazu komme ich ganz, ganz am Ende der Präsentation, wo ich euch ein Update zu der aktuellen Situation und den Grenzgegebenheiten, den Einreisegegebenheiten geben werde. Und was ganz wichtig ist, eines der besten Schulsysteme der Welt kennenlernen. Und das erklären wir heute ganz besonders an der Beispielschule Onslow College. Ganz kurz zu uns. Wir sind seit 1999 für euch hier vor Ort tätig. Wir sind Bildungsexperten für Neuseeland mit Ortskenntnissen aus erster Hand. Wir sind staatlich zertifiziert bzw. anerkannt durch die Crown Entity Education New Zealand als sogenannte Recognized Agency. Und wir geben euch ein Versprechen und das ist, dass ihr mit uns nicht nur schulische Erfolge verzeichnen könnt, sondern dass ihr mit uns wirklich die Kultur, das Herz und die Seele Neuseelands erfahren könnt. Und dazu gehört einfach auch nochmal ganz kurz unser Leitmotiv. He aha te mea nui o te awa, he tangata, he tangata, he tangata. Was ist das Wichtigste auf der Welt? Es sind die Menschen, die Menschen, die Menschen. Unsere Standorte in Neuseeland, wir selbst, unser Hauptbüro liegt in Nelson, das ist hier seht ihr das oben links, ein kleines Örtchen mit 50.000 Einwohnern,
An der Nordspitze der Südinsel zeichnet sich durch ein ganz gemäßigtes Klima zahlreiche Sonnenstunden aus und ist die Provinzhauptstadt dieser ganzen oberen Nelson-Tasman-Provinz. Und der andere Standort, den wir haben, unsere Dependance, ist in Wellington. Das ist unsere kleine, spannende Hauptstadt, die quasi gegenüber auf der Südspitze der Nordinsel liegt. Das heißt, wir betreuen mit unserem High School Select Plus Programm unsere Schulen in diesem Bereich, weil wir dort vor Ort sind, können aber in unserem High School Basisprogramm bei allen Schulen neuseelandweit anmelden und euch dort auch den Schulaufenthalt organisieren. Wir ganz kurz zu unseren Programmen. Also das allererste ist wirklich unser High School Select Plus Programm. Das ist das Programm, mit dem wir angefangen haben zu arbeiten. Und der Hauptunterschied in diesem Programm ist neben unserem Standort vor Ort, das uns eben ermöglicht, die Schulen besonders gut zu kennen, ist wirklich die Rundumbetreuung, die Gastfamilienauswahl, die wir hier mit der Schule zusammen durchführen, die regelmäßigen Get-Together und vor allem auch die schulische Begleitung durch unsere Pädagogen und eine 24-Stunden-Bereitschaft, die eben also auch ganz, ganz akut sein kann, dadurch, dass wir eben im gleichen Ort sind wie ihr dann hinterher. Das zweite Programm ist unser Highschool-Basisprogramm. Das ist dadurch entstanden, dass wir immer wieder Schüler hatten, die in eine andere Gegend wollten, die eine Schule mit einem bestimmten Fächerkanon wollten, die bestimmte Sportaktivitäten ausüben wollten, die eben dort besser auszuüben sind oder die einfach woanders hin wollten als die Geschwister. Und deswegen haben wir nun auch eine große Anzahl von Schulen in ganz Neuseeland in unserem Programm, wobei wir natürlich die Auswahl der Schule, die Beratung für euch ganz genauso gründlich ausführen wie im High School Select Programm und ihr auch den Vorteil habt, dass wir hier durch unser Insiderwissen vor Ort sind. Allerdings ist es mit dieser ganz so intensiven Betreuung etwas schwieriger, weil wir nicht in der gleichen Stadt wie ihr seid. Aber wir sind vor Ort schnell zu erreichen für eure Eltern, für euch und können so in Zusammenarbeit mit den Schulen sicherstellen, dass euer Aufenthalt gut läuft. Generell ist es so, dass die meisten Schüler, die etwas älter sind, im Highschool-Basisprogramm kommen und diejenigen Schüler, die jetzt vielleicht noch 14, 15, 16 sind, in unserem Highschool-Select-Plus-Programm. Aber es ist auch ganz unterschiedlich. Wir hatten auch schon jüngere Schüler im Basisprogramm und ältere Schüler im Highschool-Select. Das Programm. Wichtig zu wissen für euch ist, unsere Schulen sind jeweils an das Programm gebunden. Das heißt, ihr sucht euch als allererstes das Programm aus und dann die Schule. Aber dazu beraten wir euch dann immer entweder unsere Mitarbeiterinnen in Deutschland oder Eva, die mit euch hier von Neuseeland in Kontakt sein wird und euch einfach auch beraten kann, welche Schule für euch die beste ist. Ihr entscheidet das im Endeffekt selbst. Aber wir sind da, um euch alle Fragen zu beantworten und auch einen Rat zu geben. Zusätzlich zu diesen zwei Hauptprogrammen haben wir zwei weitere Programme. Das ist das NCR-Schulabschlussprogramm. Dies ist in der Regel eigentlich nur im High School Select Plus Programm möglich, weil wir dort wirklich eine fundierte und intensive Unterstützung in unserem akademischen Begleitprogramm durch unsere diplomierte Pädagoginnen geben können, die hier als Lehrer ausgebildet sind in Neuseeland, aber auch als Pädagogen in Deutschland. Und das gibt dir natürlich diese Unterstützung, die man wirklich hier eigentlich auch braucht. Die Entscheidung für das NCA kann auch kurzfristig gefällt worden, wenn ihr schon hier seid, aber generell für euch zu wissen ist, dass man das NCA hier in Neuseeland ablegen kann. Das ist dann einem Abitur gleichwertig, also als Hochschulzugang, sowohl in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen und in Österreich und der Schweiz anerkannt und auch in vielen anderen Ländern der Welt, wie zum Beispiel England oder Holland. Also wir haben einige Schüler, die sich dann entschlossen haben, dort zu studieren, aber viele eben auch in Deutschland oder Österreich. Und wenn ihr dazu Fragen habt, beraten wir euch gerne. Aber generell ist es wirklich so, dass oft jemand nach der 10. Klasse
in einem Juli nach Neuseeland reist und dann dort, und das erkläre ich nachher noch mal kurz, bei uns in die 12 kommt, weil wir anders zählen, und hier anderthalb Jahre den Schulunterricht durchläuft und am Ende das NCA hat. Oder man kommt im Halbjahr, im Januar, und macht dann 2 Jahre. Ganz, ganz selten war der Abschluss auch in 12 Monaten möglich, aber das ist eher ungewöhnlich. So, und für alle von euch, die jetzt während der Schulzeit nicht nach Neuseeland gehen können, vielleicht weil durch Corona die Grenzen zu lange geschlossen sind und ihr einfach jetzt schon zu weit seid, um jetzt nochmal loszufliegen. Das geht dann vielleicht einfach nicht, weil ihr jetzt schon an die Oberstufe kommt, wo es zum Abitur hinzählt, oder auch für diejenigen, die das freiwillig so machen möchten, ist unser Gap Year Neuseeland-Programm. Dabei könnt ihr auch nochmal auf eine Highschool gehen, diese Erfahrung machen für ein halbes Jahr in der oberen Klasse. Ihr müsst nicht mehr die akademischen Fächer wie Mathe, Bio, Chemie und so weiter belegen, sondern wir raten euch, dass ihr Englisch belegt und ganz viele der Spaß-, Interessen- und berufsvorbereiteten Fächer. Und wenn ihr euch auf unserer Webseite einmal schaut und euch die Fächer anguckt, die hier normalerweise in der Schule angeboten werden, gibt es einfach wirklich viele spannende Fächer, wo man sich einfach auch schon mal ein bisschen hineinfuchsen kann in eine Richtung, die man vielleicht hinterher als Berufswahl oder als Beruf ausüben möchte. Und dieses Gap Year Programm, das kann dann verbunden werden mit einem Praktikum im Nachgang, einem Freiwilligendienst oder zum Beispiel auch einem Work and Travel Aufenthalt, sodass dieser Aufenthalt wirklich zwischen der Schule und dem weiteren Ausbildungsweg einfach viel Sinn macht, weil man nochmal zurückschalten kann, weil man nochmal was ausprobieren kann, selbstständig werden kann und dann einfach in die Berufswahl geht, anstelle das einfach so von der Schule her zu machen. Aber auch da beraten wir euch gerne, ob das für euch Sinn macht. Und für diejenigen, die nur sagen, ich will überhaupt nicht mehr in die Highschool gehen, ist es möglich, diesen Highschool-Aufenthalt durch einen Aufenthalt oder einen Besuch einer speziellen Sprachschule, wo die Schüler auch schon etwas älter sind, wo man dann ein Sprachenzertifikat ablegen kann. Und das ist quasi also auch möglich, wenn ihr das möchtet. Und wir haben ganz brandneu letztes Jahr als Antwort auf Corona ein neues kleines Programm entwickelt. Das heißt Kiwi Passport. Und da geht es um interkulturelle Kompetenz. Und da war es den Schülern und ist den Schülern auch immer noch möglich, Neuseeland trotz geschlossener Grenzen online von zu Hause aus erleben. Man durchläuft 7 spannende Kapitel in diesem Online-Kurs, in dem man ganz viel über das Land und die Menschen am anderen Ende der Welt erfährt. Du erwirbst interkulturelle Kompetenzen und die Kurssprache ist Englisch, was wirklich zur Sprachvertiefung schon sehr geeignet ist. Aber der Clou bei der ganzen Sache ist, dass wir dir Kontakt zu einem neuseeländischen Schüler vermitteln und du mit diesem neuseeländischen Schüler eine Projektaufgabe deiner Wahl oder eurer Wahl quasi ausübst. Und das ist spannend und macht Spaß. Und wenn du danach doch noch nach Neuseeland kommst, hast du dann einfach schon richtig so eine solide Freundschaft mit jemand. Das ist eine tolle Sache zur Überbrückung bis zu deiner Einreise, also auch für die Schüler, die jetzt sagen, ich möchte erst im Gap Year Programm kommen, das ist ja noch so weit weg. Der Kurspreis ist 460 Euro und bei einer Anmeldung hinterher werden 100 Euro auf den Programmpreis angerechnet. Also eigentlich ist es 360 Euro. Wir halten dabei auch mehrere Webinare, sodass man sich auch kennenlernt, dass ihr uns gut kennenlernt und wir unterstützen euch bei diesem Kurs. Auch wenn ihr dazu Fragen habt, reicht sie gerne rein oder schreibt an Eva oder wendet euch an eure Beraterin, unsere Mitarbeiterin in Deutschland. So, jetzt ganz kurz zur Schule in Neuseeland. Schule in Neuseeland ist anders als in Deutschland. Und wie wir meinen, eigentlich ein bisschen besser. Das Schulsystem in Neuseeland, das Erste, was ich sagen muss, ist im internationalen Ranking weit vorne. Und das liegt wohl daran, dass wir hauptsächlich Kompetenzen vermitteln, nicht nur reines Wissen. Die individuelle Förderung des Einzelnen steht ganz klar im Mittelpunkt. Und das Leitmotiv hier ist, be the best you can be. Nicht wie der Klassenbeste. Also darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass du dich als Individuum gut entwickeln kannst, deine Neigungen erkennst und diese werden eben auch gefördert.
Die Lehrer motivieren zum Lifelong Learning. Also es ist ganz klar, dass Lernen nicht mit der Schule aufhört, sondern dass das weitergeht. Und die Lehrer verstehen sich auch als Lernbegleiter. Es wird sehr wenig Frontalunterricht gemacht. Es passiert sehr viel in Gruppen und die Lehrer sind auch wirklich an deiner Seite und unterstützen dich. Du wirst zum selbstständigen Lernen motiviert und auch wirklich bekommst auch wirklich gut Wege gezeigt. Das, was dann in der Oberstufe für dich wirklich zu gut, das kommt dir dann sehr zugute, wenn es dann zum Abitur hingeht und das einfach auch mehr gefragt wird. Was auch das Schulsystem auszeichnet, ist dieses sehr breite akademische, aber auch praktische Fächerangebot. Und hier wieder mein Rat, dass ihr mal auf der Webseite bei uns schaut oder in der Broschüre, um zu sehen, wie viel Fächer und was für Fächer angeboten werden. Die meisten Schulen haben einen sehr großzügigen Campus, normalerweise also mit nicht mit mehrstöckigen Häusern, sondern das ist relativ niedrig gehalten und eben großzügig mit vielen Grünflächen, sehr, sehr vielen Sportfeldern, oftmals ein eigenes Schwimmbad dabei und eine moderne Ausstattung mit vielen speziellen Klassen und Labors. Und der Schulalltag in Neuseeland ist auch so ein bisschen anders. Also bei uns fängt das Schuljahr Ende Januar an. Also wir hören jetzt quasi diese Woche mit der Schule auf. Es geht jetzt in unsere großen Ferien. Das seht ihr wahrscheinlich auch. Bei uns ist jetzt Sommer. Und das Ganze fängt dann Ende Januar an, Anfang Februar an. Und das Schuljahr ist in 4 sogenannte Terms eingeteilt. Die Schulen sind Ganztagsschulen und in der Regel mit Uniformpflicht. Es gibt wenige Schulen, die keine Uniformpflicht haben und das Onslow College, das wir heute vorstellen, ist eines dieser Schulen. Der Unterricht findet in der Regel zwischen 9 und 15 Uhr statt. Es ist in den oberen Klassen ein Kurssystem und die meisten Schulen sind gemischte Schulen, obwohl wir haben auch reine Jungen und reine Mädchenschulen. Das ist bei uns noch relativ gut verbreitet. Das Onslow College ist eine gemischte Schule. Und wir haben 13 Schuljahre, wobei wir etwas anders zählen, weil wir mit 5 Jahren schon anfangen, in die Schule zu gehen. Das heißt, wenn du hier aus der Ende der 10 kommst und wirst du bei uns wirklich in die 12 eingestuft, weil dort die Schüler im gleichen Alter sind wie du und weil wir auch dann vom Stand her relativ ähnlich sind. Also wir sind quasi ein Jahr weiter. Bei uns wird in der 12 das durchgenommen, was bei euch in der 11 quasi durchgenommen werden würde. Wie gesagt, ab dem Jahr 11 haben wir dann eben, wie gesagt, das Kurssystem und diese 11 entspricht der Jahrgangsstufe 9 oder 10. Und was auch ganz wichtig ist, die Schule ist bei uns wirklich Dreh- und Angelpunkt für Jugendliche. Der Schulalltag läuft relativ stressfrei ab. Dadurch, dass die Lehrer wenig Frontalunterricht machen, dass man eben auch die Sachen zum dritten Mal erklärt, dass du Zeit hast, dich auch wirklich reinzufinden und das wirklich auch in Fleisch und Blut übergeht, dass du lernst. Das bedeutet einfach aber auch, dass das Ganze etwas langsamer vorangeht und deshalb auch nochmal, warum wir so ein bisschen anders zählen. Und jetzt kommen wir zum Onslow College und Eva wird im Hintergrund gleich ein Video ablaufen lassen, das ihr euch anschaut und danach kommt Carrie und wird euch noch ein bisschen mehr erzählen. Eva, can you start the video, please?
Oh, it makes me very nostalgic seeing all those faces of the past, and I hope that the country that they're allowed back in soon. It's been a long time since we've had students, or it feels a long time since we had those sort of numbers. Anyway, Onslow College. So this is our vision: bring yourself, grow, thrive in the paths you choose. I mean, the school's very student focused. We meet really hard we work very hard at meeting students' needs and whatever race, culture, gender they are or identify as. And it's been and the school's known for this. It's been an important part of students who come here love it, they enjoy it, local students and international. Anyway, so Onslow, it's in Johnsonville, Wellington. It's about 20 minutes by train from the centre of Wellington. There's this lovely train ride into the city, and you go through all the tunnels, and suddenly you hit the big harbour, which you can sort of see there, and you saw in the video. And there's Wellington. Students often go in sometimes during the week, but mainly in the weekend, and there's lots to do in the city. They spend time on the waterfront, they go bowling, they eat, they go walking, mountain biking, or whatever they're doing. So Johnsonville is a suburb which is quite a large sort of suburb, but a lot of suburbs feed into it, and it's got a mall, it's got a new library, it's got two fitness centres, it's got cafes, community centre, and lots of sports fields and swimming complex. And the kids spend a lot of time in those areas around the school. It's about 10 minutes from the school. Onslow itself is non-uniform, which is unusual for schools in New Zealand. There's only about five or six. Became non-uniform in 1974 after some protests. So it's always been the school that's got involved in local politics and things like that. We have 1,300 students at the moment. Often we have them from 30 different countries. I wouldn't say we have them from 30 at the moment, but we have a lot of students from different embassy families, and so from all over the world, really. So the school offers a really strong academic record. It's known for this. I'll talk about that a bit more later. And a huge, wide choice of subjects, which are European students really enjoy having that choice. Some of the subjects they do that they can't usually do in Europe are media studies, cafe cuisine, outdoor education, fashion and design, drama, and they enjoy having the chances to do those things. We usually insist they do English, and they do usually maths and maybe one other academic subject, but if they're not here for long term, then it's a good chance for them to do some different things. For students that need English language, which isn't many of our European students, there's English language support, and there's a wide range of cultural and sporting opportunities, which I'll also talk about a bit later. So yeah, the school's sort of known for its successes nationally and even internationally. In maths, geography, physics, we often have had students in the International Olympiad. They've gone to China and Germany, many different countries. Fashion and design, they've won lots of awards. They've had different scholarships for economics. And also graphic design is also, we have many students who carry on and go to university and do architecture or building science. So that's next one. Okay, so we have two main programs for our international students. There's the sort of the academic one where the students come for in terms of Europe, they would come for 2 years, but our Asian students might come for three or four. They sit our government examination, NCEA, which Birgit's talked about, and then they either go back home or they carry on, stay in New Zealand and go to a polytechnic or a university here. And then we have the cultural experience, which is mostly our European and South American kids are part of that program. So they choose subjects they want to study. They travel around New Zealand on organised tours. I know Study Nelson organises
a really exciting one for them. And then they go back to their own country and return to their schooling. So I think one of the things I always feel really proud of in terms of Onslow is that we're very supportive of the students, and we give them a lot of individual care. We have an open door policy. They're always welcome here. They're given lots of interviews. We talk to them. We go around and check on them in the classes. And obviously, we have 24/7 emergency phone. If there's issues, they can ring us. And we have bilingual support available as well. In terms of our sort of social program, so we do quite a lot with the students. When they come, we have a two-day intensive sort of orientation program, and we go into the city and look around at different things they can do, and we bring in people from all over the school to talk to them. They meet their buddy. They always have a buddy that they spend some time with, and a couple of times a week they have sessions where they're in the same class with them. We take them on a camp about 2 hours away by train to the Wairarapa, and they have the chance, weather permitting, to go abseiling, surfing, rafting, and high ropes. That usually goes down well. We stay in a local marae. We learn a wee bit about Māori culture there, and they usually come back very exhausted and know each other a lot better. So we do that within the first few weeks. There's lots of farewells. We have students leaving most terms normally, and we also have a very sort of successful international dinner, and that's usually in about March or April, beginning of in the year, where the host families come and they bring the students make food from their country and they introduce themselves. That's usually some entertainment. That's a really good event as well. In terms of cultural life, there's a lot of opportunities for students at Onslow. Music, there's all sorts of different things they can join in music. There's choirs, there's bands, there's ensembles, there's drama productions, there's a school production that one of our students that we had through Study Nelson last year was in, Lara, and she was in, they did West Side Story. We also have an International Language Food Day, and we offer individual music tuition for students who want to carry on with whatever they were learning in their country or pick up a new instrument. There's debating if students want to do that. Sports, huge choice in sports. Our German kids often tend to like doing some different sports, really, like ultimate frisbee, handball, adventure racing, volleyball. And one that's become very popular lately is mountain biking, because a lot of our students, mountain biking, Wellington is sort of the mountain biking capital, really. There's numerous tracks all over the place. And the students we had last year both owned bikes and were riding every weekend and joined a local club. Yeah, so there's some of the choices there. Homestay, this is probably the most important thing for the students. And we have quite an intensive training program for our host parents. We check on them regularly. We make sure there's a high standard of care provided. We give a lot of support to the students. We check that we ask them regularly that they're happy in that family. And if they're not happy, we move them. We have no problems with doing that. We also make sure the students, a lot of them live within walking distance, they come on the school bus, which is about 15, 20 minutes, or by train, maybe 10 to 15 minutes. Some even buy bikes and bike to school. But no one travels for more than 10 or 15 minutes. Okay, it's me, Enea. I hope you've got some questions and I'm happy to answer them. Thank you very much, Kerry, and we see you at the end of the webinar, and I will just go through a few slides and then you come back on. Ja, herzlich willkommen zurück zu mir.
Das war bestimmt interessant, einfach mal wirklich von jemandem zu hören, der hier an der Schule arbeitet. Und merkt euch eure Fragen oder schreibt eure Fragen ruhig jetzt schon in den Chat. Eva sammelt die und Carrie kommt hinterher wieder und wird diese gerne beantworten, wenn ihr direkt zur Schule etwas habt. So, dein Weg zu uns nach Neuseeland. Wie geht's denn jetzt weiter, wenn ihr denkt, dass ihr gerne hierher kommen möchtet und mit uns einen Schulaufenthalt machen möchtet? Vereinbar einen unverbindlichen Gesprächstermin mit uns. Also das ist entweder mit unseren Beraterinnen in Deutschland, mit Eva, die das dann für mich einstellt, oder einer unserer Mitarbeiterinnen hier in Neuseeland. Und wir rufen euch gerne an. Das geht ganz super über Skype oder WhatsApp oder FaceTime. Da ist dann halt immer die Zeitverschiebung, die ihr jetzt schon kennt, durch das Webinar. Aber wir sprechen gerne hier vor Ort, also oder von vor Ort aus mit euch, aber eben auch unsere Mitarbeiterinnen in Deutschland. Wir beraten euch dann umfassend zum richtigen Programm und zur geeigneten Schule. Du entscheidest dich für deine Wunschschule und wir melden dich dann und meldest dich dann bei uns an. Und wir übernehmen dann jeden weiteren Schritt für dich, also die Anmeldung an der Schule, die Visumsgeschichte, der Flug, die Vorbereitung. Das passiert dann Schritt für Schritt. Und wie man hier in Neuseeland dann sagt, sit back and relax, we look after you. Und wir unterstützen dich dann natürlich, und das ist also wirklich das Wichtige bei uns, wir unterstützen dich vor Ort ganz persönlich während deines gesamten Aufenthaltes und bleiben auch während nach dem Aufenthalt mit dir in Kontakt. Wir haben eine große, wir nennen das die Study Nelson Fana or Family. Wir bleiben also auch nach dem Aufenthalt mit dir in Kontakt, also dass es eine wunderschöne, runde Sache ist. Und ganz oft kommen eben auch die Eltern und wollen danach vielleicht reisen mit dir noch nach deinem Aufenthalt, und auch da sind wir unterstützend für euch da und geben euch Informationen oder helfen euch bei den Buchungen. So, Situation in Neuseeland. Highschool-Aufenthalt trotz Corona-Krise? Ja. Ich fange einfach mal an. Neuseeland ist ein sicheres, demokratisch regiertes Land mit einem sehr guten Gesundheitssystem. Das ist wichtig, dass man das weiß. Stand heute haben wir circa 6.400 Corona-Erkrankte, 44 Tote, wenig Neuerkrankungen von Einreisenden in der Quarantäne und kaum Übertragungen innerhalb der Bevölkerung. Das liegt daran, dass wir bisher eine ganz strikte Eliminierungsstrategie mit strenger Grenzschließung gefahren sind und Lockdowns bei Ausbrüchen. Und das Ziel war gewesen, Corona auszumerzen. Und seit diesem Monat haben wir das Ziel geändert. Wir lernen jetzt mit Corona zu leben, aber immer noch mit sehr vielen Vorsichtsmaßnahmen. Das bedeutet für uns ein sogenanntes Ampelsystem mit Gesundheitsmaßnahmen und einem Impfmandat. Das heißt, die Gesundheitsmaßnahmen sind sehr streng. Und das Impfmandat bedeutet, dass zum Beispiel Lehrer, Leute, die in bestimmten Berufen arbeiten, im Krankenhaus, in der im Gesundheitswesen und so weiter, geimpft sein müssen, ansonsten eben dort nicht mehr arbeiten können. Und das hat relativ viel Aufruhr bei uns, wie ihr das wahrscheinlich auch aus Deutschland kennt. Es gibt Leute, die sind da sehr dafür, Leute, die finden das nicht so toll. Aber das ist unser Weg momentan, wie wir Corona so weit wie möglich unterdrücken möchten. Und das ist für uns auch wichtig, weil wir eben sehr lange in dieser sehr strengen Situation gelebt haben. Der Vorteil für uns im Land: wir haben in den letzten 18 Monaten gefeiert, getanzt, uns umarmt und das Leben weitgehend ganz normal genossen, bis leider auf unsere Hauptstadt, nicht Hauptstadt, sondern unsere Großstadt, unsere größte Stadt Auckland, die eben also auch den Flughafen hat, bei dem die meisten Leute eingereist sind und wo dann eben trotz der strengen staatlich überwachten Quarantäne von 14 Tagen doch mal der Virus übergesprungen ist in die Bevölkerung und wir dort längere Lockdowns hatten. Das war relativ heftig, aber für den Rest des Landes ist es einfach ganz, ganz unbeschwert gewesen. Wir haben hier in Nelson, glaube ich, zum ersten Mal seit der gesamten Corona-Zeit, also seit fast 2 Jahren nun oder 18 Monaten nun, die ersten Fälle von Corona, die aber also eben auch ganz schnell wieder ausgemerzt werden dadurch. Also zum einen auch, weil wir eine sehr hohe Impfquote haben.
Momentan gibt es wenig Einschränkungen und es gibt eine Maskenpflicht in öffentlichen Einrichtungen in diesem Ampelsystem, aber eben weil wir in dem momentan im Orange sitzen, noch nicht im Grün, weil wir eben diese wenigen Fälle haben. So, flächendeckend soll die Impfung der Bevölkerung bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Also wir bekommen jetzt auch schon unsere Booster und es wird also angenommen, dass wir 90% derjenigen, die also eben sich impfen lassen können, wo das schon zugelassen ist, bis dahin geimpft sind im Land. Die Jugendlichen sind schon dabei eingeschlossen. Wir schauen uns gerade die Situation mit den Kindern an. Und es soll danach ab dem ersten Quartal 2022 eine schrittweise Grenzöffnung geben. Bisher war die Einreise nur für Staatsbürger und nur mit strikter Quarantäne möglich. Und diese Quarantäne war staatlich überwacht. Die einzige Ausnahme waren bestimmte pazifische Inseln, wo eben überhaupt kein Corona, wo es überhaupt kein Corona gibt. Ab dem 30.04. ist die Einreise für vollgeimpfte Personen aus dem Ausland wieder möglich. Also auch für Schüler. Zumindest zu Beginn dieser Zeit wird dies aber nur mit Sondergenehmigungen sein. Die Regierung hat die freie Visa-Ausstellung aus dem Ausland momentan noch zurückgestellt bis Mitte August und wird diese Visa dann eben nur peu à peu mit Sondergenehmigungen freigeben. Und wir haben einen Antrag auf solch eine Sondergenehmigung gestellt, zusammen mit unseren Schulen aus dem Select-Plus-Programm. Und uns sind also hoffnungsvoll, dass wir im Juli 2022, spätestens August oder September, Schüler hier willkommen heißen können. Und wir nehmen natürlich auch Anmeldungen für Januar entgegen. Solltet ihr nur noch im Juli kommen können und es gibt überhaupt keinen anderen Weg für euch. Und solltet ihr dran denken, dass wenn Juli in Neuseeland doch nicht klappt, ihr vielleicht in ein anderes Land gehen möchtet, dann sprecht uns bitte daraufhin an. Wir haben andere Möglichkeiten für euch. Also zum einen ist da die Umbuchung auf dieses Gap Year möglich. Und dann könnt ihr ganz in Ruhe abwarten, ob Juli stattfinden wird. Ich denke nicht, dass wir vor Ende Februar, Anfang März das wirklich mit Bestimmtheit sagen können. Und von daher, wenn es so ist, dass ihr sagt, ich kann nur im Juli, ich möchte kein Gap Year machen, ich möchte mir Alternativen anschauen, bitte sprecht uns an. Wir arbeiten mit einer Reihe Partneragenturen zusammen für die anderen Länder und wir beraten euch da auch wirklich gerne und geben euch dann an eine Partneragentur weiter. Aber wir sind relativ hoffnungsvoll, dass Juli 2020 was wird. Denn diese Ansage der Regierung, dass ab 30.04. Einreise für vollgeimpfte Personen aus dem Ausland möglich ist, ist wirklich positiv zu werden und ein riesen helles Licht am Ende des Tunnels. Egal wir sind hier vor Ort mit den aktuellsten Informationen aus erster Hand. Wir arbeiten an der Grenzöffnung für Gastschüler und an den Quarantäneprogrammen, wenn ihr kommt. Denn es wird nach wie vor wohl eine Quarantäne notwendig sein in einer sogenannten Self-Isolation-Situation. Das bedeutet, ihr müsst quasi euch selbst isolieren. Ich denke nicht, dass wir das in der Gastfamilie machen. Ich denke, wir werden versuchen, das in der Gruppe zu machen als Einführungskurs, sodass wir da quasi diese Woche, das ist dann auch nur noch eine Woche, super überbrücken können in einer netten Gegend von Neuseeland und das für euch einfach auch ganz viel Sinn macht. Wir werden auf alle Fälle zusammen in der Gruppe reisen. Es werden garantiert für Juli noch keine Einzeleinreisen möglich sein. Das heißt, wenn ihr also im Basisprogramm kommen wollt und ihr wollt alleine fliegen, das wird für Juli wahrscheinlich noch nicht der Fall sein. Aber ich würde einfach sagen, meldet euch bei uns mit konkreten Fragen und wir beraten euch einfach gerne. Es ist momentan wirklich ein helles Licht am Ende des Tunnels und wir freuen uns, wie Kerry vorhin schon sagte, sehr darauf, bald wieder Schüler hier willkommen zu heißen. Wir haben auch noch Schüler hier, die hier jetzt gerade ihren neuseeländischen Abschluss, das NCEA, gemacht haben, also Abitur beziehungsweise Matura, und die jetzt abreisen und die wir über die letzten 18 Monate oder eben auch schon davor hier durch das Schulsystem, also durch die Schulzeit geführt haben und die wir mit einem weinenden Auge verabschieden werden, denn das sind unsere letzten Schüler, die momentan da sind. Das heißt, die Tür
oder unser Herz ist weit offen für die nächsten Schüler, die kommen. Und ich hoffe, ihr werdet dabei sein und ich hoffe, ich werde euch dann persönlich kennenlernen, entweder im Juli 22 oder natürlich auch im Januar 23 oder auch später. So, jetzt bitte ich Carrie, could you please come back to us? Und Eva wieder dazu und wir können dann vielleicht eure Fragen beantworten. So, we're getting some questions now, Eva. Ja, ich habe schon tatsächlich drei Fragen bekommen, die ich dann auch gleich mal starten werde. Die erste Frage kommt von Tara. Da kann ich vielleicht auch schon ein bisschen was zu sagen. Und zwar fragt sie, wie der zeitliche Aufwand für den Kiwi-Passport ist. Also es ist so, Tara, dass du den Kiwi-Passport in deinem ganz eigenen Tempo absolvieren kannst. Mhm. Der Kurs besteht aus 7 Kapiteln insgesamt und wir empfehlen, so etwa eine Woche pro Kapitel aufzuwenden. Das heißt, insgesamt würde der Kurs dann etwa 7 bis 8 Wochen Zeit in Anspruch nehmen. Aber wie schon gesagt, manchmal ist es einfach ein bisschen stressiger und dann kann man auch ein bisschen länger für ein Kapitel benötigen. Also es besteht kein Zeitdruck. Birgit, hast du da vielleicht noch was hinzuzufügen? Nee, das hast du super beantwortet. Das ist genau richtig. Du kannst das selbst steuern. Wir halten einfach zwischendurch Webinare, an denen du teilnehmen kannst. Ich finde es immer gut, wenn man es nicht zu lange liegen lässt. Aber natürlich ist auch die Schulzeit, in der du, also eben deine Schulaufgaben, manchmal fährt man in Urlaub und hat keine Zeit dafür. Von daher, du kannst das wirklich passend machen. Und es gibt Schüler, die haben das in kürzester Zeit gemacht und es gibt Schüler, die haben das über mehrere Monate gezogen. Also das passt beides. Gut, die nächste Frage würde ich gerne an Carrie stellen. Carrie, I got a question for you. Okay. So, Johanna is asking if she can stay at Onslow College for just 1 year. Yeah. Students come from one term to 1 year or longer if they want to do NCA. Ja, also es ist ganz, ganz dir überlassen, Johanna. Du kannst aussuchen, wie lange du kommst. Ein Jahr ist eine schöne Zeit. Also du setzt dann quasi das Jahr in Deutschland aus. Du kannst aber auch im Halbjahr kommen. Also es gibt Schüler, die im 13-jährigen Schulsystem in Deutschland, im sogenannten G9, in der 10-2 kommen und quasi dann in der 11-2 wieder zurückkommen und dort in die 11-2 einsteigen und dann die 12 und 13 machen. Also das gibt's. Wenn du im G8 bist, gibt es Schüler, die kommen im Halbjahr der 9 und machen die Hälfte der 9, die Hälfte der 10 bei uns, steigen dann wieder zu Hause ein. Oder du kannst natürlich nach der 10. oder nach der 11. oder nach der 9. kommen, ab Juli und ein ganzes Jahr bleiben. Das ist völlig dir überlassen und wir beraten dich auch gerne, was da passt, wenn du dir da unsicher bist. Melde dich also gerne bei deiner Beraterin oder bei Eva. Tara hat gleich noch eine Frage zum Kiwi-Passport und zwar schafft man es locker neben der Schule. Ja, schafft man locker neben der Schule, gar kein Thema. Gut, und die nächste Frage, Birgit, die kommt von Lennox. Lennox möchte wissen, welche Kosten entstehen, wenn die Neuseeland-Anreise nicht möglich sein sollte. Wir nehmen momentan eine Anzahlung von 400 Euro und diese 400 Euro geben dir die Möglichkeit, dass du die eine Voranmeldung hast, dass wir die Schule, den Schulplatz für dich halten, dass wir dich beraten und dass wir so weit in dem Anmeldeprozess schon gehen, wie möglich ist. Und diese Anzahlung ist normalerweise nicht rückerstattbar. Also das wäre das, was ihr verlieren würdet. Und das bedeutet einfach, dass wir weiterhin für euch arbeiten könnt. Die andere Möglichkeit ist, dass ihr den Kiwi-Passport abschließt, die 460 Euro. Und das wäre dann ganz genau dasselbe. Also ihr könnt tatsächlich 460 Euro Kiwi-Passport machen und da hast du dann auch was davon und bist dann genauso in dieser Voranmeldungsschleife mit uns. Und dann wird dir, wenn du dich anmeldest, diese 100 Euro quasi angerechnet. Und Lennox hat auch noch eine weitere Frage zum Basisprogramm. Er fragt, ob in dem Basisprogramm dann die Einreisemöglichkeit weniger wahrscheinlich wäre.
Es kommt darauf an, in welche Schule du gehen möchtest. Das ist ein bisschen schulbezogen, in welche Region. Da wir diesen Sondergenehmigung für eine Gruppe gestellt haben, für einen bestimmten Bereich. Also von daher würde ich das tatsächlich in der Beratung mit dir besprechen. Du kannst auch gerne einen Beratungstermin mit mir ausmachen, hier von Neuseeland aus, wenn du möchtest. Also das ist kommt so ein bisschen drauf an, welche Schule du im Kopf hast. Und ich weiß nicht, ob du dich schon für eine Schule entschieden hast. Von daher würde ich sagen, melde dich einfach bei Eva, die macht gerne einen Termin für dich aus oder vielleicht hast du auch eine Beraterin, mit der du sprichst, die das schon beantwortet hat oder kann. Eine Frage von mir. Mia möchte wissen, welche Voraussetzungen man für ein Stipendium benötigt. Die Voraussetzungen sind für jedes Stipendium ein bisschen anders und du kannst das auf unserer Webseite nachlesen. Aktuell ist es so, dass wir die Stipendien erstmal ausgesetzt haben, weil bis wir eine wirkliche Genehmigung zur Einreise bekommen haben, möchten wir vermeiden, dass du quasi das Stipendium, dass du dich durch diese gesamte durch diesen Wuster durcharbeiten musst und einen aufwendigen Stipendienantrag schreiben musst. Von daher in diesem Moment am besten schaust du dir das an auf der Webseite. Dort findest du die ganzen Voraussetzungen für verschiedene Stipendien. Das ist ganz genau aufgezeigt. Aber normalerweise ist es so, ein Stipendium wird ja nicht einfach vergeben als Geschenk, sondern ein Stipendium bedeutet, dass du entweder von deinen Voraussetzungen her, von deinen finanziellen Voraussetzungen her das benötigst. Du solltest also aber auch etwas mitbringen, dass du quasi der Schule, deiner Community, in der du dich nachher befindest, was eben positiv zuträgst, also entweder im Sport sehr gut bist oder in bestimmten künstlerischen Richtungen, Musik oder eben auch Drama, Theater, oder es ist tatsächlich so, dass du im Sozialbereich etwas machen kannst. Und wir haben auch ein großes Stipendium, wo es also um den Umweltschutz geht, wo du dich also eben jetzt schon auch in irgendeiner Form betätigt haben solltest. Aber die Voraussetzungen sind immer so, natürlich ist es ganz klar, dass jemand, der den Aufenthalt auch so bezahlen kann, da ganz, ganz hinten ansteht. Es geht darum, jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, dass sie ins Ausland gehen und da geht es darum, wie das Einkommen deiner Eltern ist und was ihr euch quasi, wie ihr das eben gestalten könnt. Okay, und wir hatten diese Woche auch eine Frage von Alicia per E-Mail bekommen und ich habe eben gesehen, dass Alicia auch heute dabei ist. Daher möchte ich die gerne ans Onslow College weiterleiten. Carrie, I did receive a question from Alicia, who is vegan, but she was wondering now if you can arrange vegan homestays for her. Oh, ich glaube, Eva ist gerade eben Can you hear me? No problem. Well, it can be a problem, but it's becoming a lot more common. And we had a student last year who was vegan, who was from Germany, actually. And, you know, we just have to have a bit of time to find the right families. Yeah. Ja, also das ist auch von unserer Seite so. Wir haben schon ganz oft vegane Schüler gehabt und es geht einfach darum, dass man die Familie dann gut aussucht. Eine Sache, die dabei wichtig ist, in vieler Hinsicht, also wir finden oft Familien, die vielleicht vegetarisch leben, aber vegan ist ja nochmal so ein bisschen anders. Das heißt, du solltest natürlich dann auch bestimmte Lebensmittel haben, die bestimmte Nährwerte ersetzen, wenn du eben keine tierischen Produkte isst und die sind vielleicht auch etwas teurer. Das heißt, also viele Schüler, die dann vegan kommen, kaufen dann vielleicht das eine oder andere selbstständig dazu, sodass sie das ein bisschen ausgleichen können und eben nicht nur von Nudeln, Reis, Kartoffeln und Gemüse leben, sondern da eben auch noch ein bisschen was anderes dazu gehört. Natürlich sind die Milchersatzprodukte wie zum Beispiel Hafermilch wesentlich teurer als eben Kuhmilch. Von daher einfach wichtig, dass ihr wisst, dass man da vielleicht auch nochmal etwas selbst in die Hand nehmen muss, um eben ein ausgewogenes Menü zusammenstellen zu können. Aber die meisten Familien gehen darauf ein und die
quasi Basislebensmittel werden natürlich gestellt und da gibt es dazu gehört vielleicht auch mal ein Hummus oder wie gesagt ab und zu eben auch mal einen Milchersatz. Aber manche Sachen, da wäre es ganz gut, wenn du dir das, also Tofu und so weiter, dann vielleicht auch selbstständig mit dazu besorgst. Und was wichtig ist für vegane Schüler, ist, dass du schon weit genug bist, das selbstständig in die Hand zu nehmen und auf deine Ernährung zu achten. Also das ist auch wichtig für die Eltern zu Hause, dass ihr eure Kids gut coacht, dass die das machen können. Aber es gibt natürlich auch vegane Familien in Neuseeland, die das absolut also eben auch leben. Und wenn man da die Möglichkeit hat, in der Familie zu leben, ist das super. Wichtig bei der Familienauswahl ist es so, dass wir nicht so eingeschränkt sind, dass wir eine Familie nicht nur wegen der veganen Lebensweise aussuchen, sondern es geht ja auch immer darum, dass du mit der Familie klickst und dass du mit der Familie gut klarkommst. Und ich glaube, das ist, da ist dann vielleicht eine Familie, die nicht vegan ist, aber geeignet für dich wäre, weil ihr einfach wirklich super zusammenpasst und du dich total wohlfühlst, unter Umständen besser in dem Match als eine Familie, die vegan ist und man das eben nur wegen dem veganen Lebensstil macht. Das sind so Sachen, die man einfach abwägen muss. Und in der Abwägung, um das nicht so einzuschränken für dich, ist es wichtig, dass du schon selbstständig mit der veganen Lebensweise klarkommst, sodass wir eine weitere also einfach eine größere Auswahl haben an Familien, wo wir schauen können, was passt für dich. Okay, dann machen wir doch mal weiter mit einer Frage von Lennox. Er fragt, ob man denn auch in Term 4 starten könnte, wenn vorher keine Einreise möglich wäre. Ja, also wir planen auch für Term 4. Das ist eine super gute Frage, denn normalerweise ist am Ende des Schuljahres sind die jahrgangsübergreifenden End-of-Year-Exams. Und da bedeutet es einfach, dass der normale Unterricht schon oftmals ausfällt, weil die Schüler sich auf die Prüfungen vorbereiten und dann eben auch die Prüfungen schreiben. Und danach geht dann so peu à peu, Fach bei Fach, quasi der Unterricht wird runtergefahren. Und von daher ist normalerweise der Term 4 kein zu empfehlender Start, obwohl wir immer wieder Schüler haben, die das gemacht haben. Durch Corona haben sich Sachen geändert und wir würden dann, also wir sind dabei, mit den Schulen eben auch vernünftige Unterrichtsalternativen auszuarbeiten, sodass Schüler, die dann eben kommen, zum Beispiel sich mehr aufs Englisch konzentrieren in diesen letzten Wochen dieses Schulterms und vielleicht auch ein Sprachenzertifikat dann machen können und wir also bestimmte Unterrichtseinheiten dann quasi mehr geballt machen, sodass das dann auch ohne weiteres und absolut eine vernünftige Sache ist, dann zu kommen. Und es kann auch sein, dass wir eine Einreisegenehmigung für den 1. September bekommen. Das heißt, also mehr oder weniger mitten im Term 3. Und dann würden wir das natürlich also auch so eintakten, dass das funktioniert, also mit Vorbereitung und der Quarantänegeschichte und so weiter. Von daher, es tut mir wirklich leid. Ich glaube, ihr wisst das alle schon. Corona, wenn es etwas tut, lernt es, wirklich ganz flexibel zu sein. Ich möchte dich einfach bitten, wir arbeiten an diesen Möglichkeiten, aber ich möchte dich bitten, einfach noch ein bisschen Geduld zu haben, bis wir ein paar mehr Informationen von der Regierung haben und einfach wissen, wo es lang geht. Aber ja, auf alle Fälle, wenn für dich nur dieses Jahr in Frage kommt und du möchtest nicht in ein anderes Land, dann warte auf alle Fälle. Ich denke, dass wir so Richtung Anfang des Jahres wenigstens eine Richtung wissen, die wir dann auch sofort mitteilen. Ja, eine Frage von Hendrik, der fragt, was wäre, wenn die Gastfamilie ihm keinen Fahrrad zur Verfügung stellen kann, könnte er dann eins über die Schule leihen? Ich denke, vielleicht fragen wir einfach mal bei Carrie nach, wie es am Onslow College ist. Mhm. Carrie, I did receive a question from Hendrik, who was wondering if, just in case his host family can't provide a bike for him, if he would be able to borrow one from school. Yeah, we do have some. Yes, we have lent them to students before. Yeah, we've got a whole set. So they use them for, we have a course called Outdoor Education and they have a set there. Yeah, that's possible. Wichtig da zu wissen ist, dass wenn du das Fahrrad kaputt machst, verlierst, es gestohlen wird, du es nicht richtig abschließt, dass du dafür verantwortlich bist, das Fahrrad dann zu ersetzen.
Das ist aber ganz genau das Gleiche in der Gastfamilie. Also von daher auch wirklich sicherstellen, dass du damit auch gut umgehst. Wir hatten jetzt schon öfters Schüler gehabt, die einfach gesagt haben, ach, ich will mich da gar nicht drauf verlassen. Ich möchte einfach mein eigenes Fahrrad haben, die wir dann unterstützt haben, beziehungsweise die Gastfamilien haben sie unterstützt, hier ein Fahrrad gebraucht zu erwerben und das am Ende des Aufenthaltes dann einfach auch wieder zu verkaufen. Also wenn du länger da bist, ein ganzes Jahr, da lohnt sich das unter Umständen. Aber wie gesagt, auch einfach in Rücksprache mit uns. Das ist absolut möglich, nachdem du dich angemeldet hast, die Schule ausgesucht hast. Gib uns einfach Bescheid, beziehungsweise dann mit deiner Gastfamilie schon Kontakt hast. Dann helfen wir dir, sobald du angekommen bist, das zu organisieren. Okay, Mia hat eine Frage. Was ist mit dem Sonderfall, dass man in 12 Monaten das NCA machen kann? Was bedeutet das? Das bedeutet, es gibt Schüler, die nur in einem Januar kommen können. Und diese Schüler können dann innerhalb des Schuljahres in Neuseeland hier das quasi die Prüfung ablegen. Das Abitur oder die Matura ist quasi das NCEA Level 3. Und dieses Level 3 wird übersetzt dann hinterher in das Abitur beziehungsweise die Matura beziehungsweise von der Universität anerkannt als Hochschulzugang. Und dieser Level 3 wird abgelegt immer im November, Dezember. Und wenn du eine extrem gute Schülerin bist, auch schon relativ weit in deiner Schullaufbahn, also zum Beispiel in Klasse 11, und jetzt sagst, ich möchte trotzdem jetzt noch ins Ausland gehen und ich mache dann da das Abitur, dann ist es ohne weiteres möglich, dass wenn du dich also im Laufe dieses Jahres entscheidest, dass du dann in einem Januar, also im nächsten Januar kommst oder auch im übernächsten und dort dann dieses Jahr bei uns machst. Das Problem dabei ist tatsächlich, dass du natürlich vorher nicht weißt, ob du da gut mit klarkommst. Also du musst wirklich über dich durchschnittlich gute Englischkenntnisse dabei haben. Du musst wirklich den Drive haben, das zu machen. Also du musst den kleinen inneren Schweinehund gut domptieren können, sodass du in dieser tollen Zeit in Neuseeland eben nicht nur Auto-Education machst und mit deinen Freunden das Land erkundest oder die Stadt oder den Strand, sondern du musst auch willens sein, dich hinzusetzen und zu pauken. Denn das NCA, obwohl es in vieler Hinsicht einfacher ist als oftmals das Abitur, ist tatsächlich auch nicht einfach, wird nicht einfach vergeben, sondern du musst dich gut darauf vorbereiten. Wenn du dazu Fragen hast, können wir dir gerne auch in einen sogenannten Buddy vermitteln. Das ist ein Schüler oder Schülerin, die bei uns das NCA gemacht hat, sodass du da auch mal nachfragen kannst. Wenn du im Juli kommst, dann ist es wirklich so, dass du normalerweise quasi das erste halbe Jahr in die 12. Klasse gehst, dort am Ende des NCR Level 2 nicht ablegst, aber schon mal so ein paar Arbeiten mitschreibst, dich dran gewöhnst, vielleicht schon einige Fächer abdeckst und Punkte sammelst, wie zum Beispiel, du kannst schon Punkte in Englisch, Mathematik sammeln. Du könntest zum Beispiel, wenn du Deutsch belegen würdest, das in diesem halben Jahr abhaken und hättest dann schon ganz, ganz wichtige Punkte in einem Fach. Und würdest dann im nächsten Jahr ab Januar wirklich voll in die Vorbereitung starten. Du hättest dann auch den Vorteil, dass du in diesem ersten Halbjahr noch so ein bisschen vielleicht auch mal ein paar Spaßfächer mitmachen kannst und das Ganze so ein bisschen lockerer ist. Aber wie gesagt, ich würde bei einer NCA-Beratung wirklich raten, dass du dich mal ganz unverbindlich von unserer Education-Koordinatorin Marion beraten lässt. Die ruft dich gerne von Neuseeland aus mal an und berät dich, beziehungsweise wenn du schon in der Beratung bist mit unserer Mitarbeiterin Dörte Winter, das weiß ich natürlich nur nicht, die berät auch zum NCA, also beide können das machen. Melde dich einfach bei Eva und wir helfen dir da gerne weiter. Ja, eine weitere Frage kommt zum Kiwi-Passport. Und zwar ist der Kiwi-Passport das gleiche wie der Online-Vorbereitungskurs, den du in der Präsentation vorher erwähnt hattest? Nee, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Der Online-Vorbereitungskurs ist ein Vorbereitungskurs speziell auf Study Nelson auf Neuseeland. Der Kiwi-Passport ist darauf ausgelegt, dass du interkulturelle Kompetenzen erlangst, dass du tatsächlich den Kontakt mit einem anderen Schüler hast, also einem neuseeländischen Schüler, dass ihr zusammen an einem Projekt arbeitet. Das ist wirklich der Knackpunkt bei diesem Kurs und von daher sind die unterschiedlich. Mika hat eine Frage. Mika möchte wissen, ob man den Aufenthalt vor Ort verlängern kann, wenn man sich beispielsweise zunächst nur für 2 Terms
als Aufenthalt entschieden hat. Easy, machen ganz viele Schüler und durch unseren Sitz vor Ort ist das also auch wirklich super, super gut möglich. Es ist das Einzige, wo du dir bewusst sein musst, ist, dass es mit den Flügen manchmal ein Thema sein kann. Die meisten Flugtickets sind immer nur ein Jahr gültig und ein offenes Flugticket ist normalerweise sehr, sehr teuer und vielleicht auch momentan unter der Corona-Sache nicht so gut. Aber wenn du eben nur auf ein Jahr dann verlängern möchtest oder noch ein Vierteljahr dazu hängen möchtest, dann ist das absolut möglich. Man muss halt einfach schauen, wie das ist, wenn du tatsächlich überlegst, dass du hinterher nach dem halben Jahr noch ein ganzes weiteres Jahr bleibst, wie wir dann mit dem Flugticket umgehen. Also auch wieder in der Beratung mit uns sprechen. Wenn es einfach ein normaler Aufenthalt ist, gar kein Thema. Wenn du denkst, dass du vielleicht im Juli kommst, ein halbes Jahr bleibst und wenn es dir gut gefällt und du in der Schule gut mitkommst, du dann das NCA machen möchtest, was auch eine gute Sache ist, sich das so zu überlegen, dann ist es wichtig, dass du das im Vorfeld mit uns diskutierst, sodass wir uns anschauen können, wie wir das am besten mit dem Flugticket regeln. Aber ansonsten überhaupt kein Problem. Das macht auch ganz viel Sinn, das so zu machen. Eine Verlängerung ist immer viel einfacher als ein Abbruch. Also wenn du ein Jahr buchst und dann hinterher quasi sagst, ach Mensch, ich fühle mich doch nicht wohl, das ist viel schwieriger und auch einfach viel, viel teurer. Ne? Weil man dann eben auch nicht alles zurückbekommt, weil vielleicht schon bestimmte Sachen weil man eine Buchungs eine wie nennt man das eine Rücktrittszeit braucht für die Schule. Okay, soweit sehe ich jetzt hier noch eine Frage, die kommt von Lennox und er möchte gerne wissen, mit welchen anderen Ländern Study Nelson noch zusammenarbeitet. Wir können eigentlich fast in allen anderen Ländern anmelden, aber hauptsächlich sind unsere Schüler nach Kanada gegangen, in die USA, nach Irland. Das sind eigentlich so die Länder, in die jemand ganz gerne geht, der eben auch Neuseeland im Kopf hat. Ach so, sorry, und Australien. Also das ist absolut möglich. Da müsstest du einfach nochmal schauen, wie das für dich Sinn macht, was da für dich in Frage kommt. Ja, soweit war es das. Ich sehe im Moment keine neuen Fragen, die hereingekommen sind. Okay, so Carrie, das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den zahlreichen Teilnehmern. Das war toll heute. Ich hoffe, dass wir bei euch die Begeisterung für Neuseeland geweckt haben und die Begeisterung fürs Onslow College. Super tolle Schule. Wir melden dort sehr gerne an. Wir hatten dort sehr viele sehr zufriedene Schüler und das Team at Onslow College, Carrie, May, sind einfach super. Ihr seid da ganz toll betreut und natürlich auch betreut durch uns. Und wir schicken jetzt nochmal ganz schnell Sonnenstrahlen durch an euch, wünschen euch einen schönen Abend und Hare Mai und bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss. Tschüss. How do I get off? Do I turn off?